Hast ja du dich gefragt, was wir als Netzelektriker bei der Energie tun machen? Komm mit, wir zeigen dir's. Als Netzelektriker ist man viel unterwegs. Unsere Hauptaufgaben im Netz sind Kabelarbeiten, Freileitungsarbeiten, sowie Unterhalt und Instandsetzungen von Stationen und öffentlicher Beleuchtung. Öffentliche Beleuchtung ist insofern wichtig, dass die Bewohner von Stadt Thun im Nachtgang Licht haben. Wir wechseln das kaputte Birnen oder stellen sowohl neue Kandelaber, die bei Verkehrsunfällen umgefahren wurden. Das Verlegen von Kabel auf Kabeltrasse dient zum Schutz von Kabel, sowohl zur Optik. Und mit Britten fixieren wir das Kabel fixieren. Beim Einziehen von Kabel in Rohranlagen ist ein gutes Teamwork und eine gute Kommunikation wichtig. Wenn etwas nicht klappt, helfen wir einander. Beim Schutzleiter tut man Schrumpfschlauch drüber, was zur Markierung von einem Leiter dient. Dann wird der mit Feingefühl erhitzt, so dass er hat. Im Hausanschluss endet unsere Arbeit. Von dort an übernimmt der Elektriker. Als Netzelektriker braucht man handwerkliches Geschick, Interesse an der Energiebranche. Man muss teamfähig sein, engagiert, wetterfest und schwindelfrei. Das wäre jetzt der Eindruck gewesen auf den Berufsalltag von der Netzelektriker. Ich hoffe, es hat euch gefallen.